So, das war also die Serie WandaVision. So, alle 9 Episoden sind durch und ja, viele haben ja anfangs nach den ersten beiden Folgen, die ja wirklich fast ausschließlich im alten, ja auch Schwarz-Weiß-Format, so den alten Serien der damaligen Zeit, so 60er, 50er Jahre und so, ja, so vom Stil her waren, haben mir einige gesagt, boah, nee, so ein Scheiß, ey, finde ich total kacke, will ich gar nicht sehen, schaue ich mir auch nicht weiter an. Kann ich nur sagen, selber schuld. Die Serie entwickelt sich bombenmäßig weiter. Also das am Anfang mit dem Schwarz-Weiß und das alles war wie eine alte TV-Soap. Das hat alles Sinn und Zweck und es erschließt sich einem wirklich im Laufe der Serie wirklich gut gemacht. Was das Ende betrifft, da muss ich sagen, erwartet jetzt nicht zu viel, zu mega, weil es heißt ja von wegen, es fängt wie eine TV-Opera an, wie eine TV-Soap an und endet in einem MCU-Spektakel. Okay, das tut es, keine Frage. Jedoch ist es nicht so, dass es wirklich, da nehme ich jetzt mal ein bisschen vorweg, also Doctor Strange wird definitiv nicht auftauchen. Die Serie hier mündet zwar im zweiten Doctor Strange, also Doctor Strange in the Multiverse of Madness, und auch Spider-Man, also der dritte Spider-Man, No Way Home, wird direkt mit dieser Serie hier connected sein. Aber im Prinzip ist WandaVision so wie damals, ja, ich sag mal Iron Man, quasi die erste Phase des MCU damals war. WandaVision läutet ja die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe ein und auch hier geht es quasi gemächlich, aber es geht voran. Und es baut sich immer mehr auf und dafür muss ich sagen, macht diese Staffel wirklich einen richtig guten Job. Es ist schön, auch alte Charaktere, die auch vorher so eher so Nebencharaktere waren, wie zum Beispiel Kat Dennings, die man eigentlich als Max Black aus Two Broke Girls kennt. Die hat ja in den ersten beiden Thor-Filmen ja auch so eine Nerd-Nebenrolle gespielt. Die rückt hier weiter in den Fokus, auch wenn ich sagen muss, dass mir das in der letzten Folge nicht ganz so gut gefallen hat. Da hat sie nur einen ganz kurzen Auftritt. Aber ich hoffe wirklich, dass man da in Zukunft wieder oder noch mehr von ihr sehen wird. Und Jimmy Woo, den man auch als leicht, ja, trottelig wirkenden zumindest, also leicht lustigen FBI-Agenten aus Ant-Man kennt, Spiel, also was Ant-Man and the Wasp war, glaube ich, ob er im ersten dabei war, weiß ich gerade nicht, aber im zweiten auf jeden Fall, hat hier auch eine zentrale Rolle und auch richtig gut und das gefällt mir auch wirklich klasse. Und auch die kleine Tochter von Captain Marvels bester Freundin, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Wer Captain Marvel gesehen hat, der weiß ja, ihre beste Freundin, Kampfpilotin und die kleine Tochter, also die ist hier jetzt als Erwachsene auch Agentin von SWORD mit dabei. Also SWORD, diese Truppe, spielt hier auch wirklich eine zentrale Rolle. Und auch sonst hält diese Serie viele Überraschungen bereit. Ich meine, es wurde viel spekuliert, also dieses ganze Rätselraten drumherum von Folge zu Folge, das hatte schon fast Qualitäten wie damals bei der Serie Lost. Und ja, wirklich, also es hat wirklich Spaß gemacht. Manchmal hat man wirklich zu viel hinausgeraten. Deswegen ist das Ende vielleicht für den einen oder anderen Fan hier auch vielleicht nicht so gut geworden. Ich finde, es ist ein schön rundes Ende. Auch was den Cameo, beziehungsweise den Gastauftritt vom Quicksilver aus dem X-Men Fox Marvel Universum betrifft, wird hier komplett anders aufgelöst, als man denkt. Da werden viele Fans wirklich bitter enttäuscht sein. Aber wie gesagt, das Ende, die finale Episode, ist auch mit die längste, ist wirklich gut gelungen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es denn dann jetzt wirklich weitergehen wird. Ich meine, eine zweite Staffel wurde weder bestätigt noch ausgeschlossen. Das heißt, es ist theoretisch alles möglich. Aber ich denke, da wird man erstmal abwarten müssen, was die beiden Kinofilme, wie gesagt, Spider-Man, No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness so bringen werden. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. Und Fazit, ja genau, bevor ich zum Fazit komme, es gibt in den letzten 3 Episoden, also 7, 8, 9, gibt es jeweils eine Mid-Credit-Scene. Und bei der letzten Episode ist tatsächlich auch noch nach den Credits eine Szene, die ja
Ich sag nichts. Schaut es euch einfach an. Und ja, Fazit: WandaVision Staffel 1. Holpriger Start für viele. Jedenfalls finde ich es klasse, dass Marvel hier auch mal ein bisschen aus dem eigenen Rahmen versucht auszubrechen und auch mal was, ja, was Ungewohntes, ein bisschen was Neues uns da hinklatscht. Fand ich wirklich sehr interessant und auch gelungen. Und ja, Staffel 1, WandaVision bekommt von mir jetzt tatsächlich, ich sag mal, 8 von 10 möglichen Punkten in der Gesamtnote. Und alle, die ersten 2, vielleicht 3 Folgen nicht so toll fanden, gebt der Serie eine Chance, schaut sie zu Ende. Ich meine, letztendlich ist es wie alles Geschmackssache. Mich hat sehr gut unterhalten. Es war eine schöne Einleitung in Phase 4 des MCU und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich, ja, dranbleiben, Daumen hoch, danke fürs Einschalten, denkt dran, den Kanal zu abonnieren und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Willkommen zu Hause. Fandest du dieses Video auch so lecker? Dann abonniere doch meinen Kanal und schau dir auch meine alten Videos an. Aktiviere die Glocke, damit du keines meiner aktuellen Videos mehr verpasst. Und folge mir gerne auch auf Instagram unter dem Hashtag MatsUpVideo.